Moin moin liebe Buddebillen, willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus und willkommen zum ersten Spiel von dreien heute. Zuerst geht es gegen Hertha BSC, die ja momentan in der Realität mal alles wegbügeln. Auf Platz 3 sind sie jetzt, glaube ich, zur Winterpause. Das ist schon nicht so schlecht. Da können wir uns hier eine Schippe von abschneiden. Wir sind, glaube ich, auf Platz 4 und es könnte ein bisschen besser laufen. Allerdings habe ich mir schon gedacht, dass das etwas schwieriger wird. Wir haben neue Jungs dabei, die vielleicht noch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Ein Leroy Sané, der hier schon mal richtig was abzieht. Das war doch gar kein so schlechter Start. Da ist einiges drin heute, glaube ich. Einiges. Haraguchi. Kommt der in den 16er? Nee, geht mehr auf eine Flanke. Da ist sie. Aber da ist auch Dragowski. Oder Drongowski, wie mir gesagt wurde. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das N dann auch stumm ist. Aber Drongowski wurde mir geschrieben, wird er ausgesprochen. Da glaube ich euch mal. Wieso solltet ihr mich anlügen? Und da wurde ich gefoult. So, jetzt haben wir... Na, gibt's eine Karte? Nee. Doch, nein. Doch, nein. Ich kann mich selbst nicht entscheiden. Aber Adlung. Ja, doch, das ist schon ein deutliches Foul. Da kann man eigentlich auch schon mal eine gelbe Karte geben. So, was machen wir jetzt? Da steht er frei. Komm. Wir passen den mal und dann geht's in den Strafraum. In den Strafraum, aber nicht zum Schuss. Wieder eine Chance für Dalet. Kriegen wir noch eine Ecke? Nein. Oder eine Flanke, wollte ich eher sagen. Ah, nun gut. Sané über die Außen. Dribbelt sich da gut durch. Geht nach innen. Und da nimmt wieder keiner ab. Ah, das ist noch nicht so richtig gut, wie wir uns da im Angriff bewegen. Wir kommen in eine gute Position, aber... Ja gut, wir können es auch sagen, wie es ist. Ich versaus dann. So, und jetzt muss Brauer... Ne, Afdijay ist es. Der defensiv agiert, musste dazwischen kommen und hat es geschafft. Aber Hertha bleibt dran. Oh, nochmal ein Foul an uns. Aber er gibt wohl Einwurf. Gibt Einwurf. Kommen wir nochmal nach vorne. Das wäre ganz cool. Traoré. Ach nee, das war's. Das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. Ereignislos. Kein Tor. Keine richtig krassen Torchancen. Am Anfang das Ding... Von, wer war denn das? Gnabry war es, glaube ich, war ganz gut. Nee, Sané. Entschuldigung, Sané war es natürlich. War ganz gut. Allerdings ohne Ergebnis. Und Mitchell Weiser kommt jetzt ins Spiel. Spielt er hier offensiv oder er defensiv? Bei Hertha spielt er momentan Rechtsverteidiger, so wie ich das in Erinnerung habe. Kam er damals zu den Bayern als Offensivkraft. Traoré nimmt hier den Ball ab. Traoré... Einfach reinzimmern, er macht das Ding 1:0. Ja, das war natürlich sehr unachtsam von der Herthaner Abwehr. Ich weiß gar nicht, wer es da war. Kann ich nicht erkennen. Und zack, macht er das einfach mal rein. Die Nummer 13, Hegeler. Ja, da wurde ihm ordentlich der Schneid abgekauft. Und so gehen wir dann doch verdient in Führung. Denn wer das Tor macht, der hat es immer verdient. Das ist mein Motto, wenn ich führe. Oh, 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 das machen sie aber gut hier. Na, wollten sie mich reinlegen. Hier Leroy Sané über die Außen. Sané kommt rein in den Strafraum. Sané, nein. Oh Gott, Traoré. Traoré kann nicht ordentlich abschließen. Was ein schlechter Schuss aus der Drehung. Da muss mehr kommen von ihm. Da muss mehr kommen. Na, immerhin hat er das 1:0 gemacht. Das war schon richtig stark. So, Brauer gegen Chigechi. Oh, sauber. Was? Hat er da einen Foul gepfiffen? Das war doch eindeutig Ball gespielt. Was ist denn da los? Freistoß und Drongowski. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ne? Wenn es trotzdem falsch ist, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese die, auch wenn ich in letzter Zeit wenig antworte, aber ja, Stress, ne? Oh, nein! Oh Gott, da machen sie sich die eigene Chance kaputt und unser Keeper ist da. So, schnell nach vorne zu Traoré. Brauer. Brauer zu Hajrovic. Hajrovic, schön gemacht. Schön, Hajrovic. Lässt sich da aber richtig abkochen, das geht ja gar nicht.
Das muss er besser wissen und jetzt Riesenproblem. Riesenproblem. Wie geht man damit um? Boah. Gut gelöst, schlecht rausgespielt von der Hertha, muss man allerdings sagen. Die Hertha hat sich jetzt nicht mehr so krass in die Offensive eingemischt. War ein bisschen geschockt und Drogowski hält hier den Schuss. War der abgefälscht von Brooks oder den Kopfball, meinte ich? War der abgefälscht oder war Brooks da nur dran? Na egal, auf jeden Fall machen sie jetzt in der Schlussphase nochmal ein bisschen Druck. Ich habe ein bisschen defensiver eingestellt, unsere Aufstellung hier. Sané, sehr schön zu Gnabry. Oben ist Traoré, ganz allein jetzt vorm Torwart. Unten ist Serge Gnabry, Traoré. Schieß doch! Wieso schießt er denn nicht direkt? Ja, das kann ja nicht funktionieren. Manon Busch. Leroy Sané und Kraft hält. So, die zwei Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt müsste er theoretisch abpfeifen, wenn er uns mag. Wenn er uns mag, müsste er jetzt abpfeifen. Er pfeift ab und das sind drei richtig wichtige Punkte für uns. So extrem überzeugt hatten wir bis jetzt nur vor der Saison in dem Turnier und gegen Frankfurt. Ansonsten waren das jetzt nicht die Blütespiele von uns. Der HSV spielt unentschieden auf Schalke, gegen Schalke. War ja in Hamburg das Spiel so und wir trainieren jetzt mal hier ein bisschen. Schauen mal, was da noch rauszuholen ist aus den Leuten. Jonas Tah. Ja, aus dem wird was. Aus dem wird was. Hat er jetzt eigentlich schon akzeptiert? Ich weiß es gar nicht. Habe ich das nicht abgelehnt hier von Indien? Was ist denn da los? Nachlässigkeiten, Nachlässigkeiten. Ich muss sagen, ich spiele das jetzt ja hier auch nicht jeden Tag, ne? Sondern alle zwei, drei Tage versuche ich hier was aufzunehmen für euch. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen raus aus der Karriere. Aber wir können mal auf die Tabelle schauen. Da sind wir jetzt nämlich nach 5 Spieltagen auf Rang 4. Wenn wir gewinnen, sind wir allerdings zumindest Dritte. Mindestens Dritte. Dann hätten wir nämlich schöne 14 Punkte und ja, da müssen wir noch ein bisschen hoffen, dass Leverkusen ein paar Federn lässt. Der nächste Gegner ist auf jeden Fall 1899 Hoffenheim. Nicht die beliebteste Mannschaft, aber eine, die man auf jeden Fall schlagen kann. Wir sehen uns im Spiel. So, wir spielen im Waldstadion, aka Weserstadion, aka das geilste Stadion der Welt. Und spielen mit einer anderen Aufstellung und hoffen mal, dass Nacho sich ein bisschen rehabilitiert hat. Er hat ja in dieser Saison bis jetzt noch nicht so viel gezeigt. Bergwien allerdings schnappt sich hier schon den ersten Ball. Bergwien, lass dich nicht faulen, mach das Tor. Lass dich doch faulen und mach dann das Tor. Das gibt es nicht. Was ein Start hier. Hoffenheim komplett von der Rolle und jetzt sind sie so ein bisschen drinne. Wahnsinnstart. Vargas, kommt jetzt der erste Angriff der Hoffenheimer. Lügt in sich weit vor, wenn nicht sogar zu weit. Ja, zu weit noch nicht. Oh, Mastur verliert wieder den Ball. Ja, ich baue auf ihn. Das ist ein Junge mit Perspektive. Allerdings merkt man doch schon, teilweise finde ich einen recht krassen Unterschied zu allen anderen Spielern im Team. Zweikampfmäßig ist er nicht auf der Höhe. Wieder Vargas in der Mitte. Schollei. Aber nicht wirklich anspielbereit. Vargas, was kommt? Die nächste Flanke. Und Hector Bellerin ein bisschen glücklich zu Wiedwald. Der hätte auch gerne ins eigene Tor gehen können. Tielemans leitet einen Angriff ein hier. Und Nacho verliert wieder den Ball. Der ist behäbig. Der ist behäbig. Das kenne ich nicht von ihm. Und Bellerin. Und Wiedwald kommt raus. Irgendwas muss da mit ihm passiert sein. Weiß nicht. Psychisch. Trennung. Kind verloren. Aber erstmal Bergwien schicken. Der ist schnell. Der kann sich da bestimmt vorbeiarbeiten. Den flanken wir einfach mal. Oh. Da wollte ich mal eine schöne Flanke spielen. Ne? Aber der Bergwien hat das noch nicht so richtig raus. Bin ich auch nicht wirklich aufs Training gegangen dabei. Ne? Auf Flanken. Weil das bis jetzt noch nie ein Mittel war, womit ich mich wirklich gut zeigen konnte. Immer wieder Vargas über die Außen, aber ohne Erfolg. Es ist sehr schwer vom Ball zu trennen.
Allerdings kommt da auch nicht so viel dann. Und das war ein guter Ball auf Mané. Wenn er den jetzt annimmt, läuft schön in den 16er rein. Mané. Und Alter, was soll denn das? Wieso läufst du ihm denn direkt in die Füße? Wer war das? Nacho? Was soll das denn? Fürchterlich. Die erste Halbzeit ist vorbei. Das war der erste gute Angriff. Der hätte ich gleich abgezogen und dann läuft mir da so ein Schnösel voll in die Fresse. Und Thielemans ist auch noch angeschlagen. Mir egal, der spielt jetzt hier durch, ey. Gibt's ja gar nicht. Kim Jin-sun. Kann er was leisten über die Außen da? Leitet er einen Angriff ein? Wird's mal spannend hier vorm Tor. Das fehlt ja bislang doch so ziemlich. Und dann kommt mal der Abschluss, aber Vestergaard blockt das nochmal ab. Knapp 55 Minuten vergangen, nichts passiert. Und da ist das Tor! Cher, Scare, wie auch immer man den ausbricht. Ausspricht. Grinst in die Kamera, Arschloch. Scheiße, ey. Verdammt, da gehen die in Führung. Tja. Und irgendwann wird es dann auch mal Zeit für Auswechslung und dann muss da mal so ein Stark ran und vielleicht muss da auch so ein Bartels rein und eventuell muss da auch so ein Traoré rein. Denn der Traoré ist richtig stark, finde ich zumindest. Hat das gut gemacht im letzten Spiel und vielleicht zusammen mit Nacho da könnte eine ganz gute Paarung sein. Mastur ist mal wieder noch nicht so weit, aber da kommen wir ja bestimmt noch drauf. Ah, faul. Das ist ja unglaublich hier. Alter, dass der nicht pfeift. Wahnsinn. Was? Wieso ging er da jetzt nicht am Ball und überlässt ihn einfach dem Gegner? So, probieren wir es mal so, Bartels. Ja, lauf mir doch nicht. Ey, die laufen mir hier vor die Füße. So, ich weiß auch nicht, wo der Ball hingehen sollte. Was macht ihr denn, Leute? Wo spielt ihr denn die Bälle hin? So, easy. War das jetzt so schwer? Bellerin, sehr schön. Mané und Niklas Stark. Wahnsinn. Wahnsinnig guter Angriff und der verdiente Ausgleich. Denn überlegen war Hoffenheim hier nicht. Ja, es war ein ziemlich unterdurchschnittliches Spiel, bis jetzt mal der Pass endlich durchkam und Niklas Stark das super gemacht hat. Ja, doch ein bisschen stärker als Thielemans, nicht wahr? Aber der war ja auch angeschlagen, wer weiß, was da vorne noch war. So, und ich hoffe mal, jetzt kriegt ihr euch hier ein bisschen ein mit diesen unglaublich schlechten Pässen, die teilweise echt, das war nicht mehr feierlich. Die Nachspielzeit läuft, der Schiri will nichts von mir wissen, ich werde hier gefoult, es wird gezogen, ich kann meine Angriffe nicht durchführen. Der Schiri lässt einfach weiterlaufen und jetzt pfeift er ab. 1:1, ein Spiel, was man nicht gucken muss, was ich aber spielen musste. Einfach, weil es das Spiel von mir verlangt hat und ich hoffe, es gibt keine nachträglichen Verletzungen. Ich hoffe, Bellerin ist fit, ich hoffe, Thielemans ist fit, ich sehe aber drei Nachrichten. Und sehe, dass ein Spieler mindestens verletzt ist. Jonas Tah hat akzeptiert, das ist schon mal gut, denn Thielemans hat sich verletzt. 3 Wochen fällt er aus. 3 verdammte Wochen wird der Junge ausfallen. Das ist schade. Das ist richtig schade. Aber da können wir den Tah vielleicht gleich mal einsetzen. Ne? Da können wir ihn gleich mal in voller Pracht sehen. Zumindest im übernächsten Spiel dann. Schauen wir erstmal, wie es gegen Hannover 96 ausgeht, die ja jetzt auch 9 Trainer drin haben. Wir sehen ja nochmal auf die Tabelle. Es hat sich nicht wirklich verschlechtert für uns, wir sind immer noch auf Platz 5. Wenn wir gewinnen, haben wir 15 Punkte, sind auf Platz... Ja, kommt drauf an, wie wir gewinnen. Dann sind wir auf Platz 3. Mit 2 Toren Unterschied, dann sind wir auf... Na, mit 3 Toren Unterschied, dann sind wir auf Platz 2. Das ist gegen Hannover machbar. Und schon sind wir wieder im Stadion. Grün-Schwarz diesmal, nicht grün-weiß, denn Hannover hat hier Heimrecht. Wir lassen sie bei uns im Waldstadion spielen. Was sollen sie auch anderes machen? In der Pampa
Auf Schotter hatte ich keinen Bock zu spielen. Deswegen, ne? Und die Einnahmen gehen hoffentlich an uns. Schon mal ein guter Angriff von Hannover hier. Spielt uns gleich in die Füße. So, Jonas Tah spielt, wie schon angekündigt, nicht. Oh, 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 oh. Mal wieder den Sané gefault. Und in den ersten 3 Minuten kriegen wir jetzt wieder eine Chance. Und es gibt gleich die gelbe Karte. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber Waldemar Anton, wahrscheinlich auch ein Jugendspieler, wird hier gleich mal zurechtgestutzt. So, da gibt es gleich die nächste gelbe Karte. Für wen das? Na egal. So. Flanken wir rein, wa? Bleibt ja gar nichts anderes übrig. Flanken wir rein! Uiuiui, war Brauer da noch dran? Oder Hajrovic? Der Gegner war auf jeden Fall noch dran. Schauen wir mal, wer es wird! Wow! Gute Chance. Gerade so abgewehrt. Das probieren wir gleich nochmal. Ah, da kam keiner ran. Aber wir haben hier noch Traoré. Ah, legt sich den Ball zu weit vorn. Sané liegt da. Hoffentlich hat der sich nicht verletzt. Schauen wir mal. Unten liegt auf jeden Fall... Ah, Waldemar Anton hat sich auch leider verletzt. Komm mal, die gelbe Karte. Schon tut er so, als wäre er hier verletzt und kann ich weiterspielen oder was. Ja, 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 das sind die Richtigen. Ne? Sich vor der Verantwortung drücken. Schöpft und fasst das Gegentor durch Sobiech. Aber Hannover ist offensiv scheiße und deswegen machen sie hier das Ding nicht. Das hätte durchaus ins Auge gehen können. Glück gehabt. Hannover mit dem Angriff aber stark Wert ab. So, die erste Halbzeit ist jetzt gleich vorbei. Viel ist nicht passiert. Hannover hat sich nie getraut, den Ball wirklich rauszuspielen. Und so war das immer ein Hin- und Hergelaufe für uns hier. So, jetzt schicken wir nochmal Serge Gnabry. Der kann nochmal ein Laufduell gewinnen. Und dribbelt sich vorbei in den Strafraum. Und Brauer schafft es nicht, daraus ein Tor zu machen. Ist nicht der größte Schütze der Welt. Und jetzt wird hier abgepfiffen. Wir gehen in die Pause. Sind, ja, kann man hier irgendwo die Spielinfo sehen? Ja, ne? Ballbesitzmäßig ist Hannover überlegen. Ansonsten kriegen die nichts auf Reihe. Offensiv läuft da absolut gar nichts. Wir kommen hier und da mal nach vorne. Aber so richtig zwingend vors Tor kommen wir da nicht. Da sind sie defensiv stark. So ist das bei Mannschaften, die da unten stehen. Die versuchen sich natürlich erstmal defensiv gut abzuschotten. So, vielleicht kriegen wir das mal durch eine Flanke raus. Abgefälscht. Eckball für uns. Traoré hat noch für eine kleine Offensivaktion eine gelbe Karte gesehen. Nichts Besonderes. Boah, wer war das? Kirchhoff stark? Kirchhoff war es, glaube ich. Boah, gerade so gehalten. Das gibt's doch gar nicht. Nochmal. Aller guten Dinge sind zwei. Afdijay. Einfach mal schießen. Traoré. Oh Gott. Dranbleiben, Leute, dranbleiben. Nein, nicht dahin. Ach, den falschen Mitspieler ausgesucht zum Passen. So, Brauer mit nach vorne. Krieg keine Unterstützung auf der Seite. Aber da unten steht jemand komplett alleine. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Ach, dribbel dich doch nach oben. Verdammt, der wollte einfach nicht nach oben gehen. Immer nur zur Seite hin und her. Schöner Pass von Nacho auf Sané. Sané. Und aus der Entfernung kommt Hajrovic und kriegt den nicht ins Tor gezogen. Daneben. Aber so langsam kommen die Chancen. Ich habe jetzt mal einen Tick offensiver gestellt, dass wir uns vielleicht weiter vorne reinstellen, dass wir den ein bisschen die Passwege abschnüren, denn die passen sich da die ganze Zeit hin und her in der Defensive, wissen nicht, wie man nach vorne kommen soll. Hier stellt er sich gut rein. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir noch mal ran. Ah, andere Seite, nein. Zu Serge Gnabry, guter Pass. Serge Gnabry. In der Mitte! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Was war denn das für eine Scheiße? Das muss doch das Tor sein. Das muss es einfach sein. Boah, wow, Pfostenschuss! Dass er von da aus schießt, hätte ich jetzt nur nicht gedacht. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an hier. Und da hatte ich ein bisschen Angst im Flug, dass der wirklich reingeht. Aber zum Glück nur an den Pfosten. So, den hauen wir mal nach vorne. Viel Zeit ist nicht mehr, um hier irgendwas zu bewirken.
ist schon ziemlich schwierig geworden hier mittlerweile. Oh, und jetzt ist Fair vorne. Und an den Pfosten. Alter, wieso läuft Gronkowski da nicht zurück? Das ist ja Wahnsinn. Und die Ecke. Oh, Erdinch. Keine Ahnung. Der wird ja auch bald aussortiert. Bei Hannover, habe ich jetzt gehört. Da läuft es nicht bei denen. Bei uns läuft es hier aber momentan auch wirklich nicht. So, vielleicht damit jetzt. Ah, auch ein schlechter Pass. Auch ein schlechter Pass. Und Zieler kriegt nochmal den Ball. Und da spielen sie hier richtig schön langsam raus wahrscheinlich. Och, wieso? Ja, guck mal, und dann spielen wir den in die Füße, dass wir überhaupt nicht offensiv gefährlich werden. So ist es halt hier. Und so schießt du dann natürlich auch keine Tore, wenn du solche Angriffe so leichtfertig verkackst. Und dann kommt Hannover hier und macht das Ding. Macht das Ding, weil ich einfach nicht dazwischen gehen kann. Danke. So, 0-0. Scheiß Spiel. Scheiß Hannover, scheiß Bremen. Alles scheiße. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vergaloppiert in meinem Spielstil anscheinend. Da muss ich noch ein paar Schrauben drehen, damit das auf Legende wirkungsvoll wird. Gegen ein paar Mannschaften, wenn ich das erste Tor mache, dann sieht es ganz gut aus. Ansonsten komme ich doch in arge Probleme, irgendwie in eine Offensivaktion zu kommen. So, und das müssen wir jetzt in der Champions League irgendwie rausbekommen. Da geht es jetzt gegen Zenit St. Petersburg. Das ist auch keine allzu schlechte Mannschaft. Und einer, der sich hier gerade schön hochgelevelt hat, der Tah, wird jetzt nämlich eine tragende Rolle da spielen. Der steht jetzt nämlich in der Zentralen und muss Thielemans vertreten. Ich hoffe mal, er schafft das. Mit dieser Aufstellung wollen wir da antreten. Es kann gut gehen und ich bin eigentlich guter Dinge, dass das auch so kommen wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.